Heute geht es bei unserem Themenschwerpunkt Frauen und Finanzen um das Thema Money Mindset, also um die Haltung, die wir zu Geld haben. Weil oft schwirren uns ja im Kopf, also bei mir auch, habe ich festgestellt, so Sätze herum wie, ich kann einfach nicht mit Geld umgehen, ja, Geld stinkt, mit Zahlen habe ich es nicht so, also solche einfach Glaubenssätze, die natürlich unsere positive Beziehung zu Geld behindern. Ja, darüber möchte ich gerne heute sprechen mit Julia Larkemper, die Money Mindset Mentorin aus Berlin. Und ja, freue mich, dass du hier bist, Julia, bei uns. Ja, vielen Dank Und für die starte Einladung. gleich mal mit der ersten Frage. Dir wird das ja auch öfters unterkommen, dass eben solche Glaubenssätze sich verankert haben im Gehirn und woher kommen die denn? Ja, das ist einfach eine Prägung durch die Familie, durch die Gesellschaft, durch die Kultur, in der wir aufwachsen. Wir haben ja jeden Tag mit Geld zu tun. Oder es wird in der Familie auch über Geld geredet. Selbst wenn wir als Kinder zum Beispiel noch nicht selber so viel mit Geld agieren, hören wir vielleicht die Eltern über zu wenig oder zu viel Geld sprechen. Und all das festigt sich dann in unserem Kopf, weil unser Gehirn erstmal bis zum 6., 7. Lebensjahr quasi alles ungefiltert als wahr annimmt, was wir halt erfahren. Und dann können wir erst wirklich analysieren und sortieren und für uns einschätzen, was ist denn unsere eigene Wahrheit und wo möchten wir auch bewusst eine andere Haltung einnehmen. Und es ist natürlich auch so ein schambesetztes Thema, auch in der Gesellschaft. Es wird relativ wenig über Geld gesprochen, obwohl wir halt alle damit zu tun haben, obwohl es so ein, ja, ein existenzieller Teil unseres Lebens ist. Und ich glaube, dadurch entstehen auch total viele Missverständnisse und Annahmen und Interpretationen, die nicht unbedingt notwendig sind. Ja, hast du da festgestellt mit deinen Kunden, dass das quasi mehr auf der weiblichen Seite ist oder ist das pari quasi bei Männern und Frauen gleich vorhanden, diese Glaubenssätze, diese negativen? Ja, also es sind schon bei Männern natürlich auch Glaubenssätze vorhanden. Ich arbeite tatsächlich überwiegend mit Frauen, weil Frauen noch mal ganz anders auch durch die Historie mit Geld umgehen durften sozusagen oder eine andere Beziehung aufbauen durften. Wenn wir uns zurückerinnern, ist es noch gar nicht so lange her, auch im deutschsprachigen Raum, dass Frauen ohne die Einwilligung ihres Ehemannes oder Vaters ein Konto eröffnen dürfen, ne? Also diese Kompetenz, auch mit Geld umzugehen, die ist noch relativ jung für Frauen. Und auch wie wir aufwachsen, mit welchen finanziellen Vorbildern in weiblicher Form sozusagen, haben unsere Mütter gearbeitet, haben unsere Großeltern gearbeitet oder Großmütter gearbeitet. Was war vielleicht auch die eigene Erwartung der Familie oder der Lehrer, der Finanzberater an uns? Haben wir da schon mal unangenehme Situationen erlebt, weil jemand uns nicht zugetraut hat, wirklich mit Geld umgehen zu können. So all das ist bei Frauen noch mal ganz anders in den Köpfen verankert. Und ich glaube auch so eine Art Angst vor der Komplexität des Themas, ne? Das ist halt einfach diese Glaubenssätze, die du auch genannt hast. Ich kann einfach nicht so mit Geld umgehen oder ich habe es nicht so mit Zahlen. Ich war noch nie gut in Mathe. Einfach das so hinzustellen, als wären das die Nachrichten, um gar nicht zu verstehen, dass das ja alles erlernbar ist. Und selbst wenn es ein bisschen komplexer wird, vielleicht beim Thema Vermögensaufbau, dass es alles erlernbar ist, natürlich auch für Frauen. Ja, magst du uns mal sagen, wie du sozusagen dann da herangehst, mit Ja. deinen Kunden sozusagen? Wie du schaust, dass diese Glaubenssätze sich auflösen. Ja, total. Also der erste wichtige Schritt ist natürlich zu erkennen, welche Glaubenssätze man hat. Und da geht es darum, dass ich dann einige Vorschläge mache, wir im Prinzip so eine Art Test machen oder wir halt schauen, was sind die weit verbreitetsten Glaubenssätze und wo resoniert dann bei meinen Kunden etwas? Wo sagt dann die Kundin, ja, das kenne ich auch oder da kann ich absolut zustimmen. Und dieses Bewusstsein erstmal zu haben und zu beobachten, was dann passiert, wie ich mich dann fühle, wenn ich was denke oder auch analysiere, was ich dann mache und was ich nicht mache, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Und dann im nächsten Teil lösen wir das auf. Da gibt es dann unterschiedliche Techniken, die ich anwende, um quasi eine neue Wahrheit zu gestalten und bewusst und aktiv zu entscheiden, wie denkt denn die zukünftige Variante von dir selber über Geld? Wie möchtest du zukünftig über Geld denken? Und da ist es dann oft wichtig, eine Brücke zu bauen, dass wir nicht einfach nur ins Gegenteil des umdrehen und sagen, zum Beispiel, ich muss viel arbeiten, um Geld zu verdienen und dann ich muss gar nicht arbeiten, um Geld zu verdienen oder es ist wahnsinnig leicht, Geld zu verdienen, sondern da auch eine Brücke zu bauen und zu verstehen, dass es möglich ist, mit weniger Arbeit mehr Geld zu verdienen oder dass es grundsätzlich auch der Person zusteht, mehr Geld zu besitzen. Oft geht es gar nicht darum, dass zu wenig Geld eingenommen wird, sondern die Kundinnen geben dann vielleicht zu viel Geld aus oder mehr, als sie haben und haben Manschetten, wirklich das Geld zu verwalten. Und das ist auch ein weiterer Schritt dann in meinem Programm, wo es darum geht zu sagen, wie sortiere ich denn mein Geld? Wie habe ich denn einen Überblick über meine Finanzen? Wie kann ich all das, was reinkommt, wie kann ich das am besten organisieren, damit dann auch am Ende für mich was da bleibt, ich die Gegenwart genieße und ich aber auch die Zukunft nicht vergesse und auch vorsorge. Also du machst auch ganz praktische Tipps sozusagen. Also auf der einen Seite dieses, dass man diese Glaubenssätze auflöst, aber dann auch, wie setze ich das quasi in der Praxis dann um? Genau, also das ist auch ein wichtiger Schritt, ne? Weil das ist das, wo die Glaubenssätze dann auch aufhalten, das nicht zu tun, sich gar nicht damit zu beschäftigen, gar nicht hinzuschauen. Und wir beginnen mit der Glaubenssatzarbeit, so, wo wir die Basics bearbeiten und dann geht es ins Organisieren, Sortieren, Überblick verschaffen und da webe ich aber auch die Mindset-Arbeit immer wieder mit hinein. Also da schauen wir dann auch, was denke ich denn über meinen Kontostand oder wie fühle ich mich, wenn ich am Geldautomaten stehe und nicht mehr genau weiß, wie viel auf meinem Konto ist oder wenn ich auf meine Konten schaue. Und das kann dann sowohl zu viel Geld sein, dass sich jemand schuldig fühlt, zu viel zu haben, ohne viel dafür gemacht zu haben. Oder das kann sein, dass jemand denkt, ich kratze ständig am Existenzminimum. Wie kann ich das denn verändern? Wie kann ich weniger Stress mit dieser ja recht neutralen Zahl gestalten? Mhm. Und dann, genau, der dritte Schritt ist dann quasi zu manifestieren. Das klingt jetzt so esoterisch, ne? Aber das ist halt tatsächlich der Schritt. Also festigen einfach, ne? Dass es dann auch wirklich quasi umgesetzt werden kann oder sich quasi im Gehirn positiv die Haltung zu Geld verändert. Ja? Genau, und dass es dann auch ganz praktisch leichter wird. Ne? Das sind wirklich die vielleicht, ich arbeite halt überwiegend mit Selbstständigen, dann auch einfach nicht rund um die Uhr gearbeitet wird, sondern ne, die Kundin sich erlaubt, mehr Pausen zu machen, die ihren eigenen Wert anders erkennt, die dann wirklich es wagt, ihre Honorare nach oben zu korrigieren. Und all diese praktischen Schritte sind natürlich auch wichtig, um dann nicht nur im Innen etwas verändern, sondern auch im Außen die Veränderungen zu erleben. Und was sind da so deine Erfahrungen? Wie lange dauert so ein Durchschnitt? Das ist wahrscheinlich dann schon unterschiedlich pro Kundin, aber also im Durchschnitt, wie lange kann man damit rechnen, dass sich das Money Mindset ändert? Das kann schon sehr schnell gehen. Also ich habe tatsächlich Kundinnen, die mit der Entscheidung, an dem Programm dabei zu sein oder mit der Entscheidung, mit mir zu arbeiten, schon viel mehr Kunden zu sich anziehen, auf einmal viel mehr Anfragen bekommen, viel mehr Zusagen bekommen, weil diese Absicht dahinter, sich mit dem Thema zu beschäftigen, schon was auslöst in ihnen. Schon mal der erste Schritt sozusagen. Ja, genau. Genau. Oder auch in sich selbst zu investieren, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Unser Gehirn und auch wir selber als Mensch, die Persönlichkeitsentwicklung oder auch vielleicht ist dieser Begriff des Humankapitals auch bekannt. Ne? Dass wir sind ja auch ein Asset sozusagen. Unser Gehirn ist ein Asset. Wir sind ein Vermögenswert. Und in den zu investieren, das auch ganz praktisch dann zu tun, ist ja auch ein wichtiger Schritt. Ja. Und dann ist es auch eine Frage des Ziels und auch natürlich des Engagements. Ich mache ja ein Angebot und sage so, das sind jetzt hier die Übungen, das sind die Möglichkeiten, wie du es machen kannst. Und je nachdem,
wie ernsthaft sich die Kundinnen auch damit auseinandersetzen und wie sehr sie sich auf diesen Prozess auch einlassen können und wirklich glauben, dass sie etwas verändern können, desto schneller kommen dann auch die Ergebnisse. Und das ist total schön dann zu sehen, wie viele Zufälle dann auch passieren. Oder manchmal sind das auch ganz praktische Dinge, dass jemand beginnt zu entrümpeln. Das hatte ich jetzt auch ein Kunde, der seine Segeljolle verkauft hat, die jahrelang rumstand und auf einmal 1.000 Euro extra hatte. Oder es sind Gespräche über teilweise halt mit Arbeitgebern, über Abfindungen, wo dann auf einmal mehrere 1.000 Euro verhandelt werden, weil der Glaubenssatz aufgelöst wurde, dass Geld immer zu Streit führt. Und ne, das sind dann all die Dinge, das dürfen die Kundinnen und Kunden natürlich dann für sich selber gestalten, was das dann praktisch an Veränderungen heißt. Auf der biologischen Ebene dauert es natürlich einen Moment, bis sich wirklich die neuen neuronalen Strukturen entwickelt haben. Aus der Gewohnheitsforschung wissen wir, wenn wir etwas hintereinander folgend an 66 Tagen machen, sind halt wirklich neue neuronale Strukturen da und neue Gewohnheiten da. Mhm. Das heißt, wenn jemand jetzt wirklich kleine Übungen macht, also ich gebe auch Übungen, die 2, 3, 5 Minuten am Tag nur dauern, dann ist nach 66 Tagen halt wirklich faktisch ein neues Gehirn da und neue neuronale Strukturen, dann, wo dann auch die Gedanken einen Weg finden können. Und genau, und wenn jemand das nicht macht, dann dauert es natürlich entsprechend länger. Ja, vom Angebot her, also du arbeitest sozusagen 1:1 mit Kundinnen, aber auch du bietest auch Online-Kurse an. Genau, ich habe... Das mache ich dann alleine oder gibt es da Mischformen oder... Genau, es gibt Begleitung dazu, weil ich gemerkt habe, dass doch viele Fragen auftauchen oder wir halt gerade in diesem Mindset-Bereich, das ist ja nicht so richtig greifbar, ne? Und da sind dann oft blinde Flecken und ich habe ein Gruppenprogramm, das jetzt Anfang März auch wieder startet, wo wir über 6 Monate halt diese 3 Phasen gemeinsam durchlaufen und auch wirklich sehr intensiv in die Mindset-Arbeit gehen. Und da sind dann einige Teile zum Selbstlernen, wo ich Videos erstellt habe, wo es Arbeitsblätter gibt, ein Workbook gibt, wo die Teilnehmerinnen dann ihre Übungen selbstständig machen und dann aber mit all ihren Fragen dazu und auch mit den Erkenntnissen dazu in Gruppencoaching-Calls kommen und die Fragen mit mir klären. Und auch, was ich am Gruppencoaching so gerne mag, natürlich auch ganz viel von den anderen Teilnehmern lernen, weil wir alle ganz ähnliches Mangeldenken haben. Also dieser Grundgedanke, ich bin nicht gut genug, den haben alle Menschen, der prägt sich nur unterschiedlich aus. Und selbst wenn jetzt jemand zum Beispiel schüchterner ist und nicht sich selbst zu Wort meldet oder einfach erstmal beobachten möchte, nimmt diese Person schon ganz viel davon mit, einfach nur durch das Mithören und Beobachten der Herausforderungen der anderen. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll, auch an dem Gruppenprogramm. Und es macht natürlich auch Spaß, gemeinsam diese Energie zu nutzen, gemeinsam an dem Thema zu arbeiten und sich einen Ruck zu geben und zu sagen, ich mache das jetzt, ich habe dann auch die Unterstützung in der Facebook-Gruppe, wir tauschen uns da aus, da gibt es dann auch nochmal extra Impulse von mir. Das hilft natürlich auch total, dieses Thema dann auch wirklich zu bearbeiten und nicht nur oberflächlich da reinzugehen. Ja. Vielleicht magst du uns noch erzählen, sozusagen, wie deine eigene Haltung zu Geld ist, beziehungsweise wirst du ja vielleicht auch früher irgendwie auch nicht diese positive Einstellung gehabt haben zu Geld, wie sozusagen dein Weg da war. Ja, genau. Also ich hatte immer Lust, Geld zu verdienen. Also ich fand Geld schon irgendwie immer spannend und habe es mir aber wahnsinnig schwer gemacht. Also ich hatte auch und habe wahrscheinlich immer noch so ein ganz kleines Fünkchen von, es ist nicht leicht, Geld zu verdienen. Also ich arbeite wirklich gerne und habe damals halt auch einfach schlecht bezahlte Jobs gemacht. Als Coach zum Beispiel, als ich begonnen habe, habe ich für 30 Euro die Stunde gecoacht, weil ich einfach coachen wollte und das lernen wollte und Menschen unterstützen wollte. Und dann hat sich das aber irgendwann nicht mehr stimmig angefühlt und ich habe mich dann auf den Weg gemacht zu lernen, wie ich das
ändern kann. Ich hatte damals noch nie von Mindset oder Money Mindset gehört und mich dann auf die Suche gemacht, viele Ratgeber gelesen, mir selber Coaches geholt, um daran zu arbeiten und habe dann gelernt, dass diese Mindset-Arbeit immer ein Thema ist, dass wir halt auf jeder Ebene, wo wir sind, egal wie viel Geld wir haben oder wie wenig Geld wir haben, es halt immer eine Möglichkeit gibt, diese finanzielle Komfortzone zu verschieben. Und irgendwann habe ich mich dann natürlich auch gefragt, warum interessiert mich das denn so sehr? Und mir ist dann klar geworden, dass die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen für mich ein Thema ist, was ich vorantreiben möchte, wo ich unterstützen möchte und sagen möchte, es kann nicht sein, dass wir in unserer Zeit so viele Frauen haben, die abhängig sind von Arbeitgebern, von Partnern, von vielleicht auch dem Staat im Sinne des Arbeitslosengeldes oder dass viele Frauen halt wirklich die finanziell Leidtragenden sind, wenn es darum geht, eine Familie zu gründen oder Teilzeit zu arbeiten. Und da gibt es natürlich einerseits diesen Weg auch in die Vermögensberatung zu gehen, das mache ich nicht, also da leite ich dann gerne an Experten weiter, die das wunderbar können, aber um dahin zu kommen, braucht es halt diese Mindset-Transformation, um zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema, ich schaue mir genau an, was ich für eine Geldbeziehung habe und warum ich vielleicht Geld nicht als wichtig erachte oder warum ich sage, dass jemand anders schon dafür sorgen wird oder dass es sich irgendwie schon auf magische Art und Weise im Alter auch zeigen wird, dass ich genug Geld haben werde, sondern dass es halt wirklich darum geht, die Verantwortung auch zu übernehmen. Und den Weg möchte ich, so wie ich das für mich selber gemacht habe, mir selber den Weg leichter zu machen und zu sagen, ich schaue mir das jetzt an, ich übernehme die Verantwortung. In der Selbstständigkeit kann man natürlich auch schnell mehr Geld verdienen als jetzt vielleicht im Angestelltenverhältnis. Und sich dann auf den Weg zu machen und zu sagen, aber ich möchte. Es geht ja auch da dann darum, sozusagen irgendwie auch diese höheren Honorare dann zu verlangen. Ne? Also so wie man genau. Ja. Also im Angestellten-Dasein halt um eine Gehaltsverhandlung. In anderen geht es ja bei den Selbstständigen auch darum, dass man sich selber zutraut, diese höheren Honorare zu verlangen. Ja, ja und dann auch zu bekommen, ne? Dass sie dann auch wirklich zugestanden werden. Und dass der Wert dahinter natürlich auch entsprechend ist. Ne? Es geht ja jetzt nicht nur darum, ein Preisetikett darauf zu kleben, was gar nicht zu dem Produkt oder zu der Dienstleistung passt. Und ja, all das fand ich wahnsinnig spannend und habe so auf meinem Weg auch die so Glaubenssätze, ich kann nicht mit Geld umgehen, hatte ich auch ganz stark. Das habe ich mir dann auch durch all die praktischen Dinge angeeignet, dass ich sagen kann, doch, ich weiß genau, wie viel Geld auf meinen Konten ist. Ich weiß, dass ich mit jedem Umsatz Profit mache, ich habe genug Rücklagen, ne? All diese Dinge, die ja auch als Selbstständige sehr, sehr wichtig sind. Und auch dieses, ich muss viel arbeiten oder Geld ist nicht so wichtig, andere Dinge sind wichtiger als Geld. Natürlich, aber Geld ist auch nicht unwichtig und das möchte ich auch vielen Frauen bewusst machen, dass Geld einfach unfassbar viel Freiheit bieten kann und viele Möglichkeiten bieten kann. Und es gar nicht so schwer ist, diesen Weg zu gehen, sondern dass es wirklich ein paar wichtige Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann. Und wenn man das verstanden hat, dann ist das Leben einfach noch angenehmer und ja, einfach leichter insgesamt. Das klingt gut. Hast du vielleicht irgendwie noch so einen praktischen Tipp sozusagen, wenn man jetzt sagt, okay, ich merke, dass ich da einfach immer blocke bei dem Thema Geld, mich nicht damit beschäftigen möchte, wie ich dann quasi sozusagen irgendwie ins Tun halt komme, ja? So da einen praktischen Tipp. Ja, also ich glaube, also da ist natürlich die Frage, warum? Ne, warum blocke ich da? Da mal ein bisschen zu forschen, ist ein spannender Ansatz. Da kann ich mir aber vorstellen, dass es ohne Coach, dass man da irgendwann vor einer verschlossenen Tür steht und nicht mehr weiterkommt, weil man einfach nicht genau weiß, warum und da Unterstützung bräuchte. Ich finde, ein praktischer Ansatz ist sehr schön, wirklich in die Zukunft zu gehen und quasi mal gedanklich in eine Zeitmaschine zu steigen und 10, 20, 30, 40 Jahre vorzuspulen und zu sagen, was würde ich mir denn als mein plus 30-jähriges Ich, was würde ich mir raten jetzt in meiner Situation?
Wofür wäre ich als mein zukünftiges Selbst dankbar, dass ich jetzt in der Gegenwart bestimmte Entscheidungen getroffen habe, zum Beispiel wirklich einen Überblick über meine Finanzen zu bekommen und mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es dann im späteren Verlauf des Lebens einfach Dinge leichter macht. Mhm. Weil wir können so diese Scheuklappen, wir schauen einfach nicht hin. Letztlich wissen wir das ja selber. Ne? Also wir sind da nicht wirklich ehrlich zu uns selbst. Und den Weg zu ebnen und zu sagen, wofür wäre ich mir selbst dankbar, wenn ich jetzt wirklich hinschaue, das ist ein schöner praktischer Ansatz. Mhm. Das ist ein guter Tipp. Das werde ich mal ausprobieren. Ja, gerne, gerne. Ja, super, Julia. Dann vielen Dank, dass du uns hier zur Verfügung gestanden bist für dieses Interview.